Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Bossguide Reihe für Uldur. Hier bekommt ihr einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fähigkeiten, ob ihr auf etwas Besonderes vorbereitet sein müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt im komprimierten Format. Außerdem schauen wir uns eventuelle Hardmodes an, sofern vorhanden. Wenn ihr Lust auf mehr WoW-Inhalte habt, Videos gibt's regelmäßig, daher lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, hier geht's eher darum, einen groben Überblick zu bekommen oder aber das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen. Die gezeigten Empfehlungen und Taktiken gibt es sicherlich in verschiedenen Formaten. Ich zeige hier lediglich eine Möglichkeit, die Fähigkeiten der Bosse zu nehmen. Sprich, es wird nicht auf absolut alle Eventualitäten eingegangen. Da das nun geklärt ist, ab zum nächsten Boss, Mimiron. Eine Warnung hier direkt vorab, Blizzard hat zwar angekündigt, die ungenervte Version auf die Server zu bringen, aber so richtig einig sind sie sich nicht mehr, deswegen können einige Schadenswerte, Buffs oder Debuffs sich noch ein wenig ändern. Die Grundfähigkeiten bleiben aber die gleichen. Der Fokus liegt hier eher auf dem 25er, aber Anmerkung für den 10er findet ihr am Ende des Videos. Mimiron ist einer der aufwendigsten Bosse. Wir haben hier vier Phasen mit mehr oder weniger unterschiedlichen Bossen und zum Ende hin wird der Kampf immer intensiver. Der Hardmode ist einer der schwierigsten hier in der Instanz und außerdem ist es recht heilungsintensiv. Also fangen wir direkt mit der Zusammenstellung an. Im 25er empfehle ich einen Tank, 6 Heiler und 18 DDs. Im 10er sind es ein Tank, 2-3 Heiler und 5-6 DDs. Wir machen erstmal die Fähigkeiten der einzelnen Phasen und dann im späteren Teil des Videos beim Ablauf wird dann nochmal alles in einem Fluss gemacht. Also, was kann er in Phase 1? Hier haben wir vier Fähigkeiten. Der erste Boss ist ein Panzer und der muss normal getankt werden. Das erste, was wir hier haben, sind die bewegungsempfindlichen Minen. Die macht er ca. alle 25 bis 30 Sekunden und die kommen um den Boss herum. Die explodieren entweder nach Berührung oder kurz nachdem die neuen gekommen sind und das innerhalb von 3 Meter. In der ungenervten Version machen die über 20.000 Schaden. Das ist vermeidbarer Schaden, von daher nicht reinlaufen. Klingt noch einfach, wird ein bisschen schwieriger mit der zweiten Fähigkeit. Circa alle 35 Sekunden macht er einen Angriff, der 4 Sekunden Castzeit hat. Wer danach noch innerhalb von 15 Meter beim Boss ist, bekommt 100.000 Naturschaden, ist also im Normalfall tot. Das hier betrifft eher die Nahkämpfer, aber es darf generell keiner zu nah bei dem Boss stehen. Beim Rauslaufen logischerweise nicht über die Minen, daher am besten schon vorher die Kamera zurückdrehen und schauen, wo die beste Rauslaufmöglichkeit ist. Dann haben wir die Brandbombe. Die wird auf einen zufälligen Spieler gemacht, sofern es welche gibt, die mehr als 15 Meter von ihnen entfernt stehen. Ansonsten macht er die auch im Nahkampf. Von daher sollten wir zusehen, dass nicht alle beim Boss stehen. Diese macht initial 10.000 Schaden und dann nochmal 48.000 Schaden über 8 Sekunden. Und das in einem 5 Meter Radius vom Einschlag. Das heißt, die Fernkämpfer werden in dieser Phase verteilt stehen. Und die letzte Fähigkeit ist die Plasma-Eruption. Das ist eine tolle Fähigkeit für unseren Tank. Dieser erleidet über 6 Sekunden 25.000 Schaden pro Sekunde. Hier müssen unbedingt Fähigkeiten wie Schildwall, Schutzgeist, Schmerzunterdrückung und so weiter gezündet werden. Also alles, was den Schaden reduziert. Die Fähigkeit macht er ca. alle 30 Sekunden, also je länger der Kampf geht, umso mehr CDs bzw. Heilung wird benötigt. Gut, und wenn die Fähigkeiten beachtet werden und die HP vom Gegner auf 0% sinkt, dann startet Phase 2. Mimiron geht in die nächste Maschine und muss dort nicht getankt werden. Die Fernkämpfer sollten komplett im Raum aufgeteilt werden, und zwar in 3 Gruppen mit eigenen Heilern. Warum sehen wir bei der ersten Fähigkeit? Das ist die rapide Wucht. Ein zufälliger Spieler wird anvisiert und in ca. 1/3 des Raumes werden schnell hintereinander 6x2000 Schaden verursacht, also insgesamt 12.000 über 3 Sekunden. Das macht er dauerhaft über die gesamte Phase, und damit nicht dauerhaft alle bzw. die gleichen getroffen werden, teilen wir uns hier auf. Die nächste Fähigkeit ist der Raketenschlag. Der ist sehr einfach, unter einem Spieler kommt ein roter Kreis. Sofort raus da, ansonsten bekommt ihr 5 Millionen Schaden. Dann haben wir die Hitzewelle. Die wird quasi dauerhaft gemacht und macht 3000 Initialschaden plus 2000 Schaden pro Sekunde für 5 Sekunden. Hier können wir nicht viel machen, außer das Gegenzuheilen. Und zu guter Letzt die P3WX2 Lasersalve. Er schaut in eine Richtung, seine Waffen laufen 4 Sekunden warm und danach macht er eine Salve, die 20.000 Schaden alle 0,3 Sekunden macht. Sprich, wenn wir da drin sind, sind wir tot. Wenn er die Fähigkeit anfängt, muss unbedingt aus diesem Drittel des Raumes rausgelaufen werden. Die Bewegung ist im Uhrzeigersinn und hält 10 Sekunden. Wenn die Fähigkeit vorbei ist, muss ich sofort wieder an die richtige Position aufgestellt bzw. verteilt werden. Und wenn der Boss auch hier bei 0% ist, startet Phase 3. Hier habt ihr ca. 25 Sekunden Übergangszeit, also nutzt die Möglichkeit, um etwas durchzuschnaufen. Der Boss in der dritten Phase muss wieder getankt werden, aber da Mimiron nun fliegt, eher von einem Fernkampf-DD. Es gibt keine wirkliche Ausrüstungsanforderung. Am besten geeignet ist trotzdem ein Hexenmeister. Generell ist es auch mit einem Kriegertank möglich, der dann einfach Zauberreflexionen macht, beziehungsweise auch andere Tanks, die dann einfach Fernkampfangriffe machen. Da dann aber die Akku eher mittelmäßig ist, rate ich dazu, einen Fernkampf-DD bzw. halt Hexenmeister zu nutzen. In der Phase steht der Raid nun eher zusammen auf 1/3 der Kampffläche.
Die erste und einzige Fähigkeit von ihm in Phase 3 ist die Plasmakugel. Der Akkuhalter bekommt 15.000 Schaden, welcher einfach gegengeheilt werden muss. Passt auf, dass euer auserwählter Tank nach dem Übergang in Phase 3 auch die Akku hat, also gegebenenfalls nicht sofort drauf nuken. Auf den Kopf machen natürlich nur unsere Fernkampf-DDs Schaden. Für die Nahkämpfer haben wir noch Ads in dieser Phase. Den Anfang machen wir mit dem Angriffsbot. Diese erscheinen in der Nähe von roten Strahlen und machen ziemlich viel Schaden. Außerdem haben sie zusätzlich ein Magnetfeld, was das Ziel unbeweglich macht und den Schaden aus allen Quellen um 30% erhöht. Hier wollen wir im Idealfall einen Todesritter bzw. Palatank haben, der die Gegner auf Distanz hält, sprich dauerhaft kitet. Alternativ kann das aber auch ein DD machen. Währenddessen muss der Mob dauerhaft verlangsamt werden und generell kann man ihn auch betäuben. Damit können wir die Fähigkeit quasi fast ignorieren. Die Nahkämpfer gehen wie gesagt auf den Mob, dürfen aber logischerweise keine Aggro ziehen. Je nach Setup von eurem Raid kann man natürlich auch zusätzliche Fernkampf-DDs mit draufsetzen. Dann haben wir noch die Schrottbots. Diese erscheinen in der Nähe von den grünen Strahlen und müssen einfach getankt und dauerhaft getötet werden. Die haben nicht viel HP und keine besonderen Fähigkeiten. Aber hier sehen wir gegebenenfalls auch das Problem, wenn der Tank gerade im Magnetfeld ist. Dann können die nämlich nicht eingefangen werden. Das Magnetfeld ist sowohl ein Magieeffekt als auch ein bewegungseinschränkender Effekt. Das heißt, es kann mit Magiebannen weggemacht werden, aber auch mit Sachen wie Hand der Freiheit. Ansonsten machen die Nahkämpfer die Schrottbots einfach tot. Und die letzten Ads sind die Bombenbots. Diese laufen auf die Spieler zu und wollen explodieren. Hier gibt es zwei relativ simple Herangehensweisen. Die einfachere ist, dass der Tank oder ein Spieler mit Spott einfach zum Bot geht, ihn spottet und den Schaden frisst. Das ist dann heilintensiver. Die zweite Variante wäre Verlangsamungseffekte rauf und eine Handvoll Fernkämpfer wechseln dann zum Töten. Je nachdem, ob ihr mehr Heilung oder mehr Schaden habt. Nahkämpfer gehen hier natürlich nicht mit rauf. Eine wichtige Sache gibt's noch bei den Angriffsbots, und zwar wenn sie sterben, hinterlassen sie einen Magnetkern. Dieser wird genutzt, um den Boss kurzfristig auf den Boden zu binden und ihn 50% mehr Schaden erleiden zu lassen. Da sollten wir natürlich einen Moment abpassen, wo es nicht so viele Ads gibt, damit dann auch die Nahkämpfer da in Ruhe Schaden drauf machen können. Und wenn die Ads rechtzeitig getötet werden und der Kopf auf 0% ist, startet die letzte Phase. Nun kämpfen wir gegen alle drei Bosse gleichzeitig, allerdings haben die nur noch 50% Leben. Dafür müssen sie alle innerhalb von 10 Sekunden sterben, ansonsten reparieren sie sich. Großartig neue Fähigkeiten gibt's aber tatsächlich nicht. Sie behalten einen Teil der eigentlichen Fähigkeiten. Das heißt, was haben wir noch? Wir haben aus der ersten Phase noch die Minen. Das heißt, wir müssen wieder aufpassen, wo wir langlaufen. Außerdem macht er wieder regelmäßig den Schockschlag. Das heißt, alle Nahkämpfer müssen wieder rausrennen. Dann haben wir die P3WX2 Lasersalve. Wir müssen also immer noch ausweichen und dürfen nicht in dem Bereich stehen, ansonsten sind wir tot. Das heißt, wir verteilen uns wieder im Raum. Dann gibt's nach wie vor den Raketeneinschlag, auch da, raus aus den roten Flächen, ansonsten sind wir tot. Auch die Plasmakugel aus der dritten Phase wird noch gemacht, das heißt, wir brauchen auch in Phase 4 wieder den Hexenmeister, der den Kopf tankt. Eine minimale Änderung gibt es bei rapide Wucht. Diese wird zu Handpuls und macht jetzt nur noch 7000 Schaden. Auch in einem kegelmäßigen Bereich zwischen Boss und Spieler, also ähnlich wie vorher. Auch hier, wie gesagt, verteilen. Also alles das anwenden, was ihr in den einzelnen Phasen gelernt habt. Und dann, wenn ihr das alles gleichzeitig beherrscht und den Boss runterhaut, dann ist auch dieser Boss bekehrt. Wie sieht das nun vom Anfang bis zum Ende in der Positionierung bzw. im Ablauf aus? In Phase 1 pullen wir den Boss und die Fernkämpfer verteilen sich mindestens 5 Meter voneinander entfernt, damit die Brandbombe maximal einen Spieler trifft. Aber das muss noch nicht über die gesamte Kampffläche sein. Wenn der Boss den Schockschlag macht, müssen alle Nahkämpfer mindestens 15 Meter von ihm weg und dabei auf die Minen aufpassen, die der Boss regelmäßig kreisförmig fallen lässt. Wenn die Plasma-Eruption gemacht wird, sollte immer ein Death-CD mit auf den Tank geworfen werden. Sei es ein Schildball, ein Schutzgeist, eine Schmerzunterdrückung oder was auch immer. So, dass der Tank die Fähigkeit überlebt. Und wenn der Boss dann bei 0% ist, startet Phase 2. Im Übergang teilen sich die Fernkämpfer in drei Gruppen auf, vorzugsweise mit zugeteilten Heilern. Und die Nahkämpfer befinden sich beim Boss. Dieser ist nun statisch in der Mitte und muss nicht getankt werden. Er wird nun regelmäßig rapide Wucht auf einen Spieler machen und circa ein Drittel des Raids wird dadurch Schaden erleiden, den wir hochheilen müssen. Solltet ihr ein rotes Symbol unter euch sehen, habt ihr circa 2 Sekunden Zeit dort rauszulaufen, denn ansonsten tötet euch der Raketenschlag. Und das gefährlichste hier ist die P3WX2 Lasersalve. Der Boss schaut in eine Richtung und nach 4 Sekunden wird er in diese Richtung eine Salve donnern, die 20.000 Schaden alle 0,3 Sekunden macht und sich im Uhrzeigersinn dreht. Bevor die 4 Sekunden um sind, müssen wir aus diesem Bereich, denn ansonsten sind wir tot. Nach 10 Sekunden ist die Fähigkeit dann vorbei und wir stellen uns sofort wieder normal auf. Das machen wir erneut, bis er auf 0% ist und dann folgt die Phase 3. Während des Übergangs sammeln wir uns auf einer Seite und sobald der Kopf aktiv wird, sollte ein Hexenmeister übernehmen und tanken. In der Zwischenzeit kommen die Schrottbots, die von unserem eigentlichen Tank eingesammelt und von den Nahkämpfern getötet werden. Die Fernkämpfer gehen in der Zwischenzeit auf Mimirons Kopf.
Wenn ein Bombenbot erscheint, sollte entweder der Tank oder jemand mit Spott und im besten Fall mit einem Priesterschild diesen abspotten, damit diese neben ihm explodieren und wir keinen Schaden auf die machen müssen. Alternativ können wir aber auch Verlangsamungseffekte raufhauen, während sie von einer Handvoll Fernkämpfer getötet werden. Wenn die Angriffsbots erscheinen, sollte im besten Fall ein Todesritter oder Paladin diese auf Distanz übernehmen, während die Nahkämpfer diese schnellstmöglichst töten. Auch hier muss darauf geachtet werden, dass immer Verlangsamungseffekte drauf sind, damit diese richtig gekitet werden können, da sie ungenervt sehr hohen Schaden machen. Wenn diese sterben, hinterlassen sie einen Magnetkern. Der muss aufgehoben werden und nach Ansage unter dem Kopf vom Boss gelegt, damit dieser runterkommt und 50% mehr Schaden erleidet. Hier gehen dann alle auf den Boss. Im Idealfall sind dann keine bzw. kaum Ads da. Wenn dann auch der bei 0% ist, startet die letzte Phase. Vorher aber noch ein Tipp mit den Bombenbots. Diese erscheinen normalerweise direkt unter dem Kopf von ihm. Von daher sammelt sie da ein. Gut, in der letzten Phase kommt dann mehr oder weniger alles gleichzeitig. Wir verteilen uns wieder im Raum und unser Hexenmeister nimmt nach wie vor den Kopf. Der normale Tank nimmt dann den Panzer. Die Nahkämpfer rennen immer noch beim Schockschlag raus und nachdem der vorbei ist, wieder zurück. Und dabei muss natürlich auf die Minen aufgepasst werden. Wenn ihr ein rotes Symbol unter euch seht, sofort raus, denn dort kommt der Raketeneinschlag hin. Der Handimpuls geht in die Richtung von einem Spieler, weswegen wir uns hier entsprechend verteilt haben. Und wenn er die Salve macht, müssen alle aus dem Bereich rauslaufen, um nicht getroffen zu werden. Und wenn ihr die ganzen Fähigkeiten berücksichtigt und den Boss ruhig runterspielt, ist auch der letzte Wächter besiegt. Wie sieht nun der Hardmode aus? Das ist einer der schwierigsten Hardmodes in der gesamten Instanz und deutlich leichter zu erklären, als es wirklich gespielt wird. Denn streng genommen sind es nur drei Sachen. Alle drei neuen Fähigkeiten drehen sich um das Feuer. Denn durch alle Phasen wird der Boss auf drei Spieler eine feurige Explosion machen, die ein Feuer hinterlässt, das den Spieler, der am nächsten ist, verfolgen wird. Und das wird die Kampffläche deutlich kleiner machen. Um das Feuer zu löschen, wird es drei Möglichkeiten geben. Nummer 1 ist Flammenauslöschung bzw. Löschschaum. Das wird von dem Boss in der Phase 1 gemacht und zwar nach 60 Sekunden. Das wird automatisch eingesetzt. Zauberklassen dürfen in der Zeit nicht innerhalb von 10 Meter neben ihnen stehen, da sie ansonsten einen -50% Zauberzeit-Debuff für 8 Sekunden erhalten. Diese Fähigkeit löscht das gesamte Feuer in der ersten Phase. Kurz darauf sollten seine HP auch bei 0 sein. In Phase 2 und 4 wird der Boss eine Frostbombe werfen. Diese tötet euch, wenn ihr bei der Detonation innerhalb von 30 Metern steht. Und in diesem Bereich macht sie auch die Flammen weg. Wir müssen natürlich von dieser Explosion weg, aber auch sofort wieder auf unsere Position wegen rapide Wucht bzw. Handpuls. Und in Phase 3 kommen mit Notfallfeuerbots zusätzliche Ads, die alle Spieler innerhalb von 15 Metern stumm machen und mit Wasser besprühen und damit versuchen, das Feuer zu löschen. Problem dabei ist, dass wir sie natürlich auf keinen Fall bei unseren Castern haben wollen. Und wir wollen auch nicht die 20.000 Schaden vom Wassersprühen abbekommen. Da die Bots immer zum Feuer rennen, dürfen wir nicht beim Feuer stehen. Zumindest nicht zwischen ihnen und dem Feuer. Lasst die Bots am Leben und bewegt euch am besten gegen den Uhrzeigersinn im Raum entlang, beziehungsweise weicht den Bots aus. Sollte das Feuer wirklich mal extrem ungünstig liegen, können wir die auch fix killen, die haben nur 50.000 Leben. Ziel ist es aber, die in Phase 3 für das Feuer zu nutzen und möglichst auch noch in Phase 4 zur Verfügung zu haben, zumindest solange es geht. Da sie nur in Phase 3 erscheinen, müssen wir sie also mitnehmen. Das birgt natürlich gewisse Risiken, gerade weil wir in Phase 4 schon 100 Sachen ausweichen müssen. Aber so haben wir insgesamt mehr Platz und den sollten wir auch nutzen. Ansonsten haben wir in Phase 4 nämlich nur die Frostbombe. Die Löschmaßnahmen sind ein zweischneidiges Schwert, da es ein Cap gibt, wie viel Feuer gleichzeitig im Raum sein kann. Sprich, wenn die Flammen sehr günstig liegen, wollen wir eigentlich nicht, dass die gelöscht werden. Und wenn die bescheiden liegen, dann wollen wir das schon. Das hängt ein bisschen von euren Kite-Künsten ab. Der Boss nutzt aber regelmäßig seine Fähigkeiten, sodass auf jeden Fall neues Feuer kommt. Also, im Hardmode geht es eigentlich darum, das Feuer zu kontrollieren. Außerdem macht Mimiron natürlich mehr Schaden und hat mehr HP. Am Anfang von den Phasen könnt ihr euch am Eingang aufstellen, um das Feuer bei euch erscheinen zu lassen. Nachdem es da ist, rennt ihr dann sofort los zur Aufstellung. Damit habt ihr es ein wenig einfacher. In Phase 2 sollte der Tank die Feuer am Rand kiten, da er in der Phase keine große Aufgabe hat und ihr so weniger Feuer im Raid. Ansonsten gilt generell, der am nächsten am Feuer steht, der wird auch verfolgt. Und so müssen die Feuer möglichst übereinander bzw. nebeneinander abgelegt werden oder halt am Rand. Und wenn ihr das Feuer gemeistert bekommt, dann ist einer der schwierigsten Bosse im Addon erledigt. Gut, gibt es Änderungen im 10er? Überraschenderweise nicht wirklich. Die Fähigkeiten machen natürlich wieder weniger Schaden, aber die tödlichen Sachen sind immer noch tödlich. Ihr habt natürlich ein bisschen mehr Platz für das Feuer, wenn ihr den Hardmode machen wollt, aber ansonsten ist der Ablauf gleich. Okay, damit haben wir den 11. Boss von Ulduar durch.
Ich hoffe, ich konnte eine Auffrischung für den Boss geben und ihr könnt nun voll in die zweite Phase von Lich King starten. Und für alle, die noch mehr sehen wollen, alle Bosse der Phase werden von mir einen Guide erhalten. Würde mich freuen, wenn ihr erneut einschaltet. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch bei den Raid-Bossen und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.